Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1. Der Zero, der liebe Türsteher, der hat das nicht ganz so verstanden, wie man Türsteher spielt. Ich Türstehe, wie ich Türstehen möchte. Und damit begrüße ich euch auch, endlich mal wieder von meiner Sicht. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Werbung für Tau gemacht und nur seine Sicht hochgeladen, wo ich mir dachte, komm, Tau macht das Falsches. Schon besser als ich. Ja, genau. Also dachte ich mir, meine Zuschauer wollten bestimmt auch mal sehen, wie ich aussehe im Spiel. Und ich hoffe, euch haben 6 Folgen lang gelügt. Bla, bla, bla. Hauptsache irgendwelche Ausreden suchen. Finde ich gut. Ausreden, ich habe nie Ausreden. Ja, nein, Entschuldigung. War nicht meine Absicht, das so offensichtlich und wahrheitsgetreu zu sagen. Alles gut. Runtergefallen. Was machst du denn da? Ich bin nicht fast runtergefallen, das kann ich dir sagen. Oh Mann, ey. So, der liebe Zero wollte natürlich die Quest mit mir jetzt abgeben. Aber eine Sache werde ich vorher noch machen. Und tschüss. Nein, 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 nein. Oh. Tschüss. Das war eine unsichtbare Wand. Da bin ich beinahe durchgefallen. Nein, ich weiß nämlich, dass hier hinten... Die habe ich nämlich eben schon aufgemacht. Und da ist nur Müll drin. Das habe ich vergessen. Und Leute, sollte bei mir das Bild ein bisschen wackeln. Ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht, da hat das Bild gewackelt, da habe ich meine Festplatte getauscht. Jetzt scheint das zu funktionieren. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, hoffen wir es doch mal beide, ne? Ansonsten werden meine Videos wieder bei dir kommen. Genau. Wäre schlimm. Wäre schrecklich. So, lass uns zur Quest gehen. Ja. Operation Trap. Clap, Trap, Trap. Ich hab's wieder hingekriegt. Jetzt kommt's. So, Bio-Device aktivieren. Trap, okay. Trap, trap, wie sieht's trap, aus trap, mit der Quest von Tannis? Operation Trap, Trap, Clap. Was für ein Zungenbrecher. Was magst du sie nicht? Willst du nicht zu ihr gehen? Was? Doch, doch, doch. Ich war nur gerade total enttäuscht wegen irgendwas, was ich jetzt schon nicht mehr weiß. Ich weiß nicht mehr was. Was? Nein, Mann, stimmt. Ich war schon lange nicht mehr so enttäuscht. Nein, nein, das worum es mir... hier am schwarzen Brett sind auch was, ne? Ja? Nicht meine Schuld. Töte 15 Default-Banditen und ihren Anführer Default. Ja, einfallsfrecher Name, würde ich sagen, ne? Annehmen. So, dann mach ich hier. Waren wir schon bei ihr? Ich will gerade mal reingucken. Oh, das ist das falsche Menü. Ich weiß es auch nicht. Wir sind Rennen alle Teil des Ganzen. Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir noch abgeben. Okay. Das war ja diese. Bleiben. Ich bin gleich schon da. Ja, gut, alles klar. Das war ja diese 100er-Quest. Zero und ich sind definitiv der Meinung, dass es jetzt noch die 150er- oder 200er-Quest gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein endlos Ding. Sirene, 24% Team-Tech-Regeneration, 2 Angriffsskill. Mann, ist das scheiße. Teil von etwas Größerem als du. Besorge Tannis lächerlich viele Clapchat-Komponenten. Ja. Wie viele? 150. Ja, super. Es war so klar. So, was kriege ich denn hier? Klar, ja. Ich kriege 40% Elektroschockschaden, 3 Fitness, 4 Grenadier und 3 erneut Abdrücken-Skill. Ist gar nicht so schlecht. Aber Müll. Ja. Gehst ja sowieso nicht mehr auf Schockschaden und so ein Kram. Richtig. Deswegen ist es auch leider Müll. Das erneut Abdrücken ist ganz geil. Dadurch kommt halt mein Geschützturm früher. Also früher wieder. Von der Abklingzeit her. Aber, naja, davon dann die Munitionsregeneration wegzulassen, wäre ganz schön dämlich. Ja. Bin ich jedenfalls der Ansicht. Wollen wir zuerst die Nebenquest machen? Wir können auch gerne die Nebenquest erstmal machen. Frage ist, welche? Ja, mit dem Boss oder was am niedrigsten ist. Warte, ich gucke auch mal. Also wir haben einige, ne? Ach du Scheiße, haben wir viele. Ja, das ist es ja. Okay, Ah, Moment. Beweise dich ist schon mal von Maxi. Das ist die andere, genau. Das ist das andere DLC. Suche Scooter auf und finde mehr über die geheimnisvollen Informationen Athena heraus. Informantin. Also Scooter und Begrüßungskomitee wären 35, danach geht's ja hoch. Ja, also würde ich sagen, machen wir die beiden erstmal und dann. Ja. Ja. Oder? Ist die Frage nur, welche machen wir zuerst? Begrüßungskomitee oder Scooter? Ich weiß nicht, wo ist beides? Suche Scooter auf und finde mehr. Blablabla. Steht da gar nicht drin.
Das steht über der Aufgabe. Da haben wir zum Beispiel bei Scooter T-Bone Junction. Wo siehst du das denn? Ach so, da. Ja, und alles beim klar. Begrüßungskomitee Jacob's Cove. Jacob's Cove? Weiß jetzt gar nicht, wo beides ist. War T-Bone Junction nicht Wir machen jetzt erstmal Scooter. Besser ist das. Wir machen jetzt So. erstmal, weil das kommt mir auch bekannt vor mit T-Bone Junction. Es wird nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Nicht wirklich. Das verstehe ich jetzt gerade nicht so unbedingt. Können wir da irgendwie ein Schnelldingens machen? Wir können mal zur Schnellreise gehen. Ich weiß nicht So. mehr, wo die war. War die oben? Die war oben, glaube ich. Die war ein bisschen weiter weg. Normalerweise ist es doch immer im schwarzen Brett, oder? Oder in der Ede schwarzen Bretts. Habe ich so ein Gefühl. Nö. Dann rennen wir hoch. Ja, also oben muss auf jeden Fall definitiv einer sein. Weil wir auch so angekommen sind, ne? Ja, genau. Oh, warum muss das immer so ein langer Weg sein? Vor allem, wenn wir die Aufnahme starten, landen wir auch immer hier oben. Das ist so richtig affig. Ja, echt. Wir müssen dann immer erst dahin rennen, wo wir eigentlich waren. Oh. Ich habe mich verlaufen. Ja, da, Ich war ich bin eine richtig. Wissenschaftlerin von galaktischem Ruf. Jetzt bin ich nur noch ein plappernder Pausenclown. Vielleicht wird uns die Position nicht gezeigt, weil wir in dem DLC sind. Das kann Man natürlich kann sich hier möglich nur sein. rausporten, ne? Ja, das kann sein. Findest du da was mit T-Bone Junction? Ja. Das ist auch eine DLC. Weiß es gerade nicht. Warte mal ganz kurz. Ich habe ja hier gerade meinen coolen. Also ein Video gibt's nicht, aber ich. Das kommt mir auch nicht so bekannt vor. Warte mal, T-Bone. Das ist The Secret Armory of General Nox. Wir sollten mal wieder zurück. Das ist ein anderes DLC. Okay. Nee. Wir waren nicht hier. Nee, nee. Jacob's Cove? Jacob's Cove. Gucken wir mal da, ja. Jacob's Cove ist auch ein anderes DLC. Leck mich doch. Zombie Island of Dr. Ned ist das. Okay, wann haben wir denn die Quest dafür? Ich weiß es nicht, warum wir die haben. Das kann vielleicht sein, dass es immer die Anfangsquests sind. Gebt uns eure Hungrigen und wir Ja, geben wir hatten ihnen die unsere Reste. Quest. Gebt uns eure Armen und Naja. wir geben ihnen einen Job, für den es vielleicht Dann sogar machen wir Geld brennendes gibt. Gummi, komm. Gebt uns eure Scheiß Ja. drauf, und brennendes wir Gummi. bringen sie dazu, Können wir wieder für zurück uns zu singen. auf. Yay! Wir sind Das Atlas. freut mich. Klaue ich nochmal ein bisschen Geld aus dem DLC, so. Weil zuvor haben wir ja die Quest erst im DLC bekommen, oder nicht? Seltsam. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und vor allem 35. Dann kommen wir da später hin und dann laufen wir durch die Gegend und atmen die Gegner weg. Darf ich die Naja. Quest auswählen? Ja, natürlich, natürlich. Was wolltest du machen? Brennendes Gummi, ne? Hm? Da haben wir sogar zwei Quests, Hyperion Dump. Ja, Tani, halt die Klappe. Können wir wenigstens hier oben bleiben, weißt du, wenn wir schon mal hier oben sind. Dann bin ich mal gespannt. Ach, da waren wir doch schon mal. Das war doch das, wo die Ja, wo die unzähligen Viecher unzähligen spawnen. Claptraps sind, ne? Aber ist auch ganz gut für die andere Mission. Ah, erledigen wir wenigstens hier mal ein bisschen was. Hier rechts müssen wir lang, ne? Ja. Genau. Ich glaube aber, dass die verteilt sind. Ha, er trifft mich nicht, ich bin zu schnell. Ich mache ihn kaputt, pass auf. Das ist das Gute, wenn man sich unsichtbar machen kann. Das ist definitiv ein Vorteil. Was so? Ich hasse mich, wenn ich brenne, ne? Alter, ist ja gut! Oh Mann. Das ist eine scheiß Passive. Muss ich ehrlich zugeben. Egal, ich sage, wie viel Scheiße dadurch schon passiert ist. So, ich habe hier so einen Reifen. Zack.
Sehr schön. Wo bin ich jetzt? Au! Also, Dankeschön! Ach, das wäre ich wieder, sorry. So ein Penner. Überhitze ich ein bisschen. Ich bin halt eine Frau mit heißem Temperament. Ja, ich merke das schon. Mit heißer Aura. Oh, bei mir explodiert alles drumherum. Das ist so unfair. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Was? Das ist die schlechteste Kiste, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Komm mal bitte rüber. Zero, das musst du dir selbst angucken. Bitte. Hey, ich bin schon auf dem Weg. Das ist wirklich die schlechteste Kiste, die ich je in meinem Leben gesehen habe. 4 Mai-Bomben. Das ist doch nicht deren Ernst. Nur Granaten, ey. Auch nur 92er. Also, ja, meine ich ja. Granaten. Ey. Das gibt's doch gar nicht. So, wo sind denn die nächsten Reifen? Da drüben irgendwo. Oh, hier ist noch... Achso, das sind auch... Granatenmist. Ach, da leuchtet's. Den Reifen von oben. Von unten. Oh ja. Da ist er. Müssen wir nur irgendwie hochkommen. Ich laufe wahrscheinlich total falsch. Aber ich sehe doch einen Reifen. Ich laufe zu dem anderen. Boah, ich benutze hier gerade auch sogar meine... Was sollen wir mit dem Reifen machen? Achso, einsammeln. Einfach einsammeln, genau. Ich benutze jetzt gerade meine schwache Waffe. Nicht meine starke, und trotzdem fallen sie alle auseinander. Ja, wir sind ja auch schon ein wenig stärker. Ja, meine gute Waffe zeckt gut. Ja, hallo? Aber ich wollte mal meine Pistole wieder verwenden. So, den Reifen habe ich auch hier oben, den du von unten gesehen hattest. Nochmal eine Lootkiste. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Sniper. Ey, nur Müll, ne? Nur Müll. Ja, ich meine, wir sind hier an einer Stelle, wo wir vor 50 Folgen waren, ne? Naja, vor 50 nicht ganz, aber... Ich soll mal alles liegen lassen auf. Ich bin quasi so ein Arschgeier. So. Du hast noch einen Reifen gefunden gehabt, oder? Genau, wir haben jetzt insgesamt 3. Alter, was bist du denn für ein fettes Vieh da drüben? Heimtückischer, wahnsinniger Trap. Krass. Wie riesig er ist. Wie ich ihm 5-mal auf den Kopf schieße und nicht treffe. Wo ist er? Wo ist er? Ich will auch ihn sehen. Ich will ihn auch sehen. Der da. Na drüben, ich finde ihn ziemlich groß. Treff den Typen nicht mit der Sniper. Sniper ist echt Müll. So. Aber dafür recht stark. Das stimmt. Haben wir beim letzten Mal festgestellt, ne? Das stimmt. Wo ist denn dieser komische Reifen hier jetzt? Hier ist noch eine Lootkiste. Oh, eine blaue SMG. Aber nicht so der Hit. Alles um mich herum explodiert. Wo ist denn jetzt dieser Reifen? Der muss hier in der Richtung irgendwo sein. Moment, ich komm... Ach so, oh Gott. Yippie. Hast du gewunden? Ja, ja, ungefähr 30.000 Kilometer in die Richtung. Hallo. Komm. Oh, Claptraps. Lass mich hier liegen. Ach, ich hasse mich. Ganz ehrlich. Kriegst du es hin? Weiß ich nicht, wenn ich den da hinten treffe. Ah, hinter mir ist auch einer. Okay, alles gut. Okay. Dann laufe ich schon mal weiter. Alter, ja, ist gut. Ich spiel dir doch bitte nicht alles. Ich kann keinen Schritt gehen, oder so irgendwas explodiert. Ich muss aufpassen, wo ich hingehe. Wow! Hallo, lad mal nach. Du spielst so. Erstmal eine Weile mit der Sniper, dann brenne ich nicht so schnell. Immer schön verkisst werden halt.
Junge, was die alles hinschmeißen, das ist unnormal. Aus jedem Claptrap kommt eine Waffe raus. Ja. Musst du mal im zweiten Spieldurchlauf hier die Gegend ansehen. Das geht mir schon besser. Hier ist richtig viele Waffen. So, die reifen sich auch. Ich schau erstmal hier rein. Und Schilde. Ach, da Kapazität oben ist er. 1056. Das ist geil. Ja, nehme ich. So, den Reifen habe ich auch. Der letzte Reifen. Oh, der letzte Reifen ist wieder da ganz hinten irgendwo. Hier ist noch was. Achso, Geld. Natürlich, ein bisschen Kohle. Ist das nicht ein normaler Claptrap? Eigentlich schon. Gott! Er ist explodiert. Ich bin erschrocken. Eigentlich explodiert alles bei mir. Aber weißt du was? Keine Waffe, die nicht explodiert. Weißt du, was ich so ein bisschen vermisse? Ne? Autos. Und ein bisschen vermisse ich die Autos. Ich glaube, bei diesem DLC gibt es keine. Aber ich denke mal, bei Scooter wird es wieder eingeben, ne? Möglich, ja. Och, süß. Ja, komm, das macht mein Dingens hier. Ach so, hier kommen auch noch welche. Oh, der ist groß. Ich muss nachladen. Oh, für Berserker. Das Ding schwebt in der Luft. Ja, ich dachte auch gerade, das kann man aufheben. So, wo ist denn der letzte Reifen? Alter. Ja. So gut wie am Anfang. Ey, man nicht so schnell. Hast du zu kurze Beine oder was? Nein, ich bin keine Sirene. Und? Ich habe nicht mal meine Ulja gemacht. Das macht nichts. Ist trotzdem schneller. Meine Waffen sind nicht so, meine Waffen sind schwerer wie deine. Achso. Mhm. Natürlich. Ich laufe hier gerade mit einer Sniper durch die Gegend. Du wahrscheinlich mit einer Pistole. Nee, mit der SMG. Warte. So. Wir sind genau gleich schnell. Schwimm mal nicht rum. Du blöder Affe. Also ich meinte das Bild. Ja. Nur weil ich die Idealkurve kriege, weißt du? Ist es Idealkurve? Ich weiß es nicht. Der Ideallinie. So, haben wir. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich die Claps hier ein bisschen kaputt, ne? Für die 150 Stück. Ich glaube, wir schon mal dabei sind. 18 haben wir ja schon mal, ne? Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Lustiges. Was? Wo ist er denn? Hier ist er. Mich der Schrotflint rein, die mich von Weitem versucht abzuschießen. Wie süß. Ja, irgendwas muss der kleine Claptrap doch machen. Das war knapp. Ein bisschen unheimlich, wenn man sich umdreht und du plötzlich ist einer in deinem Gesicht. Ja, so wie jetzt wahrscheinlich gerade. Ja. Oh, diese Claps, diese großen, diese menschlichen, sage ich jetzt mal. So artmenschlich mit ihren Schilden, die sind echt doof. Du bist schon gelaufen. Die mich da eine. Die ignorieren mich von laufen zu dir. Was soll denn das? Keine ich Ahnung. Ich stehe vor der Laden. Das ist großartig. So. Da war noch eine andere Quest, ne? Ja. Gucke gleich mal, warte, ich bin gerade ein bisschen verhindert.
Ich schieß mich nicht, Ja, da habe ich auch manchmal das Problem. Achso. Der ist so klein, den sieht man nicht. Ja. Was? Ich bin voll? Ich ja, bin aber komplett wir voll. Gehen, wir voll sein. Wie cool. So, Moment. So, alles Weiße mal wegschmeißen. Zack. Da kotzt da alles aus. Ach, da hinten hast du schon alles fertig. Genau. Okay, warte mal, dann drücke ich mal ganz kurz auf die Quests. Jetzt haben wir nur noch... Jetzt ist nur eins? Komisch. Nee, jetzt ist Tartarus-Station, das heißt da abgeben. Achso, ja. Teil von etwas Größerem. Achso, das sind die Claptrap-Komponenten. Genau. Begrüßungskomitee... Können wir nicht machen. Wir müssen jetzt, Ich glaube, nicht meine Schuld, ne? Nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld? Nicht meine Schuld. Ah, da. Röte 15 Default-Banditen und ihren Anführer Default. Hyperion-Touristen-Informationstafel. Da haben wir es herbekommen. Dividing Folds haben wir das. Ich hoffe, man spricht das so aus. Genau. Achso, gehen wir jetzt Sachen zurück? Ja, klar. So durch. Okay, warte. Dann nehme ich die weißen Sachen wieder mit. Bringt auch Kohle. Ich habe einen Großteil von deinen weißen Sachen schon mitgenommen. Achso. Er bietet einen Raketenwerfer für 552 Schaden an. 552 Schaden? Ja. Moment. Meiner macht 552 mal 3. Ich habe hier eine Double SMG mit 78 mal 2. Habe ich 147 mal 2. Weg. Außer, warte. Jetzt ist sie wahrscheinlich schon weg, ja. Aber ich kann sie zurückkaufen, wenn du möchtest. Nee, ich hätte jetzt nur das Magazin, die Magazingröße interessiert. Achso. Gut, dann Magazingröße. So, was haben wir denn hier? Das ist Müll. 72 mal 9. Wie viel macht denn meine Schrote? 72 mal 9. Oh, 120 mal 7. Das ist ja verrückt, ey. Bei Angebot des Tages ist es ja eine Rocket mit 552 Schaden. Und bei den ganz normalen Markenwaffen ist eine Rocket mit 743 mal 4 Giftschaden. Wir sind jetzt ab für ein Angebot des Tages, Alter. Tja. Armselig. Ist nicht so der Oberkracher, ne? Na, ganz ehrlich, die brauche ich mir nicht so unbedingt durchgucken, die Sachen hier. Alle sowieso Müll. Ich würde ihr jetzt gerne das Säure-Artefakt geben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es für Berserker ist. Ja. Mach dir schnell einen Berserker. Ja. Mach mir schnell einen Berserker, level ihn nur auf 140 in 10 Minuten und dann bin ich wieder dabei. Ah, es gibt bestimmt genug Schießprogramme im Internet. Entschuldigung. So, war noch im Laden. Macht nichts. So. Was hatten wir jetzt vor? Die nächste Quest oder noch abgeben vorher? Abgeben, wir laufen sowieso an dem vorbei, ne? Achso, ja. Wollen wir das in der nächsten Folge machen oder wollen wir es jetzt noch machen? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann direkt unten in der Stadt, oder? Ja, genau. Okay. Hört sich gut an. Alles klar, sehen wir uns morgen wieder. Ja, bis dann. Tschüss.